Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Bundespräsident ruft zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. Mit Blick auf Corona sagte Steinmeier nach seiner vorab aufgezeichneten Weihnachtsansprache, man müsse nicht immer einer Meinung sein, sich aber auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Die Ansprache wird morgen Abend im Ersten ausgestrahlt. Christmette im Petersdom. Wegen der Corona-Pandemie durften auch in diesem Jahr nur deutlich weniger Menschen die Messe von Papst Franziskus verfolgen als in früheren Jahren. Der 85-jährige Franziskus leitet die Feierlichkeiten bereits im 9. Jahr. Appelle zu Vorsicht an Weihnachten. Angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante rief Bundeskanzler Scholz die Bürger erneut dazu auf, Kontakte zu reduzieren. Gesundheitsminister Lauterbach empfahl auch Geimpften, sich regelmäßig zu testen. Omikron wurde laut Robert-Koch-Institut mittlerweile in allen Bundesländern nachgewiesen. Einzelhandel zieht durchwachsene Weihnachtsbilanz. Wegen der 2G-Regel verzeichnet der stationäre Einzelhandel 40% weniger Kunden als in den Jahren vor der Pandemie, heißt es beim Handelsverband Deutschland. Ein Plus dagegen wird für den Onlinehandel und Lebensmittel erwartet. Impfaktion im Kölner Dom. An Heiligabend haben sich dort zahlreiche Menschen impfen lassen. Das sei ein Zeichen der Nächstenliebe, weil es nicht nur einen selbst, sondern auch andere schütze, sagte Dompropst Assmann. Auch anderenorts gab es vergleichbare Aktionen. Das Wetter. Morgen im norddeutschen Tiefland sonnig, sonst meist bedeckt und Niederschläge. Im Süden und Südwesten Regen. In der Mitte Schnee oder vereinzelt gefrierender Regen. Höchstwerte -4 bis +10 Grad.